Es tut mir leid. Aber Gerstenbrei ist es trotzdem. Herr Hund hat die ganze Wurst aufgefressen. Ist es wahr, Herr Hund? Es ist meine Schuld. Ich habe nicht aufgepasst. Nimm nicht immer Herrn Hund in Schutz, Agnes. Er ist der Übeltäter. Gibt es morgen wenigstens was Anständiges zum Frühstück? Gerstenbrei ist was Anständiges. Mein Name ist Steinberger. Ich suche Schwester Hanna. Ich bin Schwester Hanna. Ich möchte Sie nicht beim Frühstück stören. Nein, kein Problem. Ganz und gar nicht. Tag. Nina Steglitz schickt mich zu Ihnen. Sie nimmt an der Kaltenthaler Misswahl teil. Ich erinnere mich an Nina. Die war bei mir im Religionsunterricht. Die war damals schon ein sehr hübsches Mädchen. Ja. Ich möchte ebenfalls an dieser Misswahl teilnehmen. Aber man lässt mich nicht. Ein Herr Wöller hat mich regelrecht vom Hof gejagt. Wieso denn? Agnes. Hä? Lassen Sie mich raten. Weil ich ein Mann bin. Eine Kuppel? Ihr wollt eine Kuppel über den gesamten Innenhof spannen? Das ist auch leiser. Die Labern klebt sich ja mit dem Ohr schon an der Tür. Wolfgang hat mich einfach inspiriert. Ich finde die Idee großartig. Wirklich? Ja, alles, was du machst, ist großartig. Das ist verrückt, Wolfgang. Eine gläserne Kuppel in dieser Dimension, das kann sich vielleicht ein Ölscheich leisten mit einer eigenen Ölquelle im Vorgarten, aber nicht du. Ich habe das mal grob kalkuliert, ne? 750.000? Vielleicht ein bisschen mehr. Gekauft? Wir können auch eine Mio draus machen. Einfach so? Das ganze Projekt ist schon mit der heißen Nadel gestrickt. Dann wird eben ab jetzt gehäkelt. Hermann, du kennst mich. Ich kann nur groß denken. Was ich übrigens sehr an dir bewundere. Hm? Das ist verrückt. Also jetzt die Whirlpools und der chinesische Garten und der Wasserfall. Wolfi, das Kloster, das wird zu einem zweiten Berliner Flughafen. Es bleibt alles so, wie es ist. Und du kommst jetzt mit mir. Damit du mal auf andere Gedanken kommst. Ich muss nicht auf andere Gedanken kommen. Ich sage nur Misswahl. Ich erkläre dich hiermit zum Jurymitglied. Vielleicht fällt es dir dann leichter, in meinen Sphären zu denken. Wolfgang? Ja? Kannst du mir bitte noch einen Gefallen tun? Ich dir jeden. Was kommt denn jetzt noch? Soll die Schwester Hanna etwa im Saunabereich den Aufguss in ihrer Schwesterntracht machen, oder was? Ich treffe mich heute mit meinem zukünftigen Ex-Ehemann und unseren Anwälten. Hm. Da möchte ich Fridolin einfach nicht dabei haben. Könntest du dich bitte um ihn kümmern? Ich? Ja, vielleicht sollte ich mich doch ein bisschen mehr um dich kümmern und jemand anders um den Hund. Uns gibt es nur einen Doppelpack. Entweder ganz oder gar nicht. Hm. Und zur Belohnung bestelle ich uns was Leckeres heute Abend aufs Hotelzimmer. Schön scharf, wie du es magst, ja? Ja, ich werde den kleinen Fratz hüten wie meinen eigenen Augapfel. Ja. Nee, Frauchen, komm gleich wieder. Na, du und sie? Ja, ist so nicht deine Schütze. Nimm lieber den wenig Hunde mögen würden, hätte ich einen. Drück mit dir nicht auch noch aufs Auge. Ich muss das Auto aufsperren. Oder willst du zu Fuß gehen? Jetzt schlägt mich nicht so ab wie ein Speiseeis, du. Jetzt komm mich nicht so an. Du Vaterlandsverräter. Los, einsteigen. Ich liebe es einfach, Frauenkleidung zu tragen, den Stoff zu spüren, das Gefühl auf der Haut. Ja, und in dem Moment eine Frau zu sein. Ja, aber muss es denn gleich eine Misswahl sein? Sie könnten doch auch so in Frauenkleidern herumlaufen. Ich war 13, als ich zum ersten Mal gespürt habe, dass mich Frauenkleidung irgendwie fasziniert, dass ich sie tragen möchte. Während der Pubertät habe ich das dann abgelehnt. Aber der Wunsch war zu groß. Ja, und irgendwann ging dann das Versteckspielen los. Das heißt, es weiß niemand davon? Hm. Doch, meine engsten Freunde wissen Bescheid. Trotzdem habe ich irgendwie immer das Gefühl, mich dafür schämen zu müssen. Ja, aber nach der Misswahl wissen es alle. Genau. Und deswegen will ich auf diese Bühne, damit es kein Zurück mehr gibt. Ich will das nicht nur für mich machen, sondern auch für alle anderen, die sich dafür verstecken und schämen müssen. Aber der Herr Wöller hat Ihre Teilnahme abgelehnt. Nina meinte, wenn ihn niemand überzeugen kann, dann sie. Auf! Hebt ihr das für dein Frauchen auf? Aber ihr könnt ja gleich heiraten. Ich möchte eurer Liebe nicht im Wege stehen. Wenn du nicht brav bist, landest du beim Chines heute auf Mittagstisch. Ist das klar? Da wunderst du dich, dass er dich nicht mag? Du bist jetzt auch noch Hundeversteher. Ich verstehe mehr von Hunden als du vom Bauen. Wolfi, du bist Politiker. Wenn die Sache mit dem Wellness-Tempel den Bach runtergeht, dann schicken sie dich höchstens mit einem warmen Händedruck nach Brüssel. Aber ich bin dann pleite. Hab ich dich jemals im Stich gelassen? Soll ich dir eine Liste machen, wann und wo? Jetzt wirst du aber ungerecht, mein Freund.
Hörst du auf? Wie du siehst, habe ich alles im Griff. Du hast gar nichts im Griff. Die Frau, die verdreht dir den Kopf. Ich kenne dich doch, wenn du verliebt bist. Ja, da bin ich wie Marita. Entweder ganz oder gar nicht. Wolfi, die Sache mit dem Spaßbad, die nimmt Dimensionen ja, an. Ja, die einer Gemeinde wie Kaltental würdig sind. Jetzt zerbrichst du dir mal nicht meinen Kopf. Kümmer du dich lieber um deine neue Aufgabe als Jurymitglied. Drauf, wir kommen. Gassi. Hallo, sehr verehrte Damen und Damen. Herzlich willkommen. Mein Name ist Frank Treptow und als Kulturdezernent bin ich verantwortlich für die erste Misswahl in Kaltental. Also, das hier ist bitte die Bühne und da unten wird dann die dreiköpfige Jury sitzen. Bestehend aus dem Herrn Bürgermeister Wöller, der Frau Dornfelder, die jetzt schon mal Probe sitzt, und meiner Wenigkeit. Ja. Und? Habe ich dir zu viel versprochen? Willkommen im Paradies. Ja, das kannst du laut sagen. Das darf doch nicht wahr sein. Hallo, Frau Labern. Ist er da? Herr Wöller ist mit Herrn Huber in der Gemeindehalle. Da laufen die Vorbereitungen zur Misswahl. Das lassen sich die beiden Herren natürlich nicht entgehen. Schwester Hanna, ich habe schon wieder Post bekommen. Schon wieder ein Foto? Diesmal war ein Brief dabei. Liebe Marianne, es ist jedes Mal ein ganz besonderer Moment, wenn ich mir die Fotos ansehe. Und es macht mich glücklich. Und das Schönste ist, es gibt noch mehr von diesen ganz besonderen Momenten. Dein größter Fan und Bewunderer. Ist das jetzt Erpressung oder nicht? Schwer zu sagen. Auf alle Fälle ist es unheimlich. Ah, dieser Geruch. Oh, wonach riecht denn das? Billiges Aftershave. Wer das benutzt, ist zu allem fähig. Erinnern Sie sich mittlerweile, wer damals die Fotos gemacht hat? Nee. Sie müssen die Polizei einschalten. Was? Damit jeder meine Jugendsünden sehen kann? Auf keinen Fall. Das sind doch sehr geschmackvolle, erotische Aufnahmen. Stellen Sie sich vor, Herr Wöller würde die zu Gesicht bekommen. Er würde mich mit Hohn und Spott überhäufen und das jeden Tag. Gehen Sie zu Wachtmeister Meier, auf den ist Verlass. Ich soll damit zu Wachtmeister Meier? Der hat nur Augen für seine Trude. Ja, weil er das noch nicht gesehen hat. Frau Labern. Bisschen stolz bin ich schon. Ja, das können Sie auch sein. Also, springen Sie über Ihren Schatten. Alleine finden Sie nie heraus, wer hinter den Fotos steckt. Ja, herein. Brauchen Sie noch was? Nein, vielen Dank. Ich bin froh, dass ich heute hier übernachten darf. Sie tragen hier Sachen? Ja, das gehört doch zum Frausein dazu, oder? Also, ich weiß nicht. Möchten Sie es mal anprobieren? Ich? Sowas? Ja. Warum nicht? Also, ich glaube, der liebe Gott würde in Ohnmacht fallen, wenn er mich so sehen würde. Laufen Sie zu Hause immer in Frauenkleidern rum? Ja, meistens. Manchmal trage ich aber auch nur Frauenunterwäsche und darüber Männersachen. Kommt man da nicht irgendwie durcheinander, wer man ist oder was man ist? Bis jetzt klappt es ganz gut. Finden Sie es falsch, dass ich das mache? Ich? Nein. Ich weiß nicht. Der liebe Gott hat Sie als Mann erschaffen. Andererseits liebt er uns ganz egal, wie wir sind oder was wir sind. Dann ist es in Ordnung, wenn ich hier im Kloster als Frau? Mhm. Sollen wir Sie dann trotzdem Daniel nennen oder lieber Daniela? Ach, Daniela wäre wunderbar. Daniela. Frau Dornfelder. Schwester Hanna. Sie machen bei dieser Misswahl mit? Ja. Ich hätte mir auch nicht träumen lassen, dass ich mal so tief sinken würde. Aber Herr Wöller hat mich mehr oder weniger genötigt. Er hat eine Frau in der Jury gebraucht. Und jemanden, der sich hinter den Kulissen um diesen Hühnerhaufen kümmert. Wo steckt er? Wo wird Herr Wöller schon sein? Immer dem Gegacker nach. Verzeihung, aber bitte, das verstehe ich nicht. Ich dachte, ich sitze mit in der Jury. Sie sind, mein Mann, hinter den Kulissen Treptow. Vorne im Rampenlicht braucht es Männer mit Erfahrung. Also ich wusste nicht, dass Herr Huber Erfahrung mit Misswahlen hat. Seit meinem 12. Lebensjahr beschäftige ich mich mit Frauen. Mehr Erfahrung geht nicht. Herr Wöller. Schwester Hanna, Sie sprechen mit mir. Sagen Sie bloß, Sie wollen mir verzeihen. Sagen Sie mir lieber, dass diese Misswahl nicht Ihre Idee war. Sobald sich das alte Kloster in einen modernen Wellness-Tempel verwandelt hat, werden die Wahlen jedes Jahr dort stattfinden. Das hier ist so eine Art
Probelauf. Aber Sie können gerne teilnehmen an der Misswahl. Ich meine, der Herr Treptow, nicht wahr? Nimmt Sie gerne seine Liste auf. Schwester Hanna, bitte. Lassen Sie mal, Herr Treptow. Der Herr Wölle wollte nur witzig sein. Ich glaube kaum, dass dies eine zweite Veranstaltung geben wird, wenn sich herausstellt, wie sexistisch und intolerant es hier zugeht. Wieso? Ein junger Mann wollte sich für diese Misswahl bewerben und Sie haben ihn weggeschickt. Ich meine, ist doch in der Natur der Sache. Ist eine Misswahl keine Männerwahl. Er fühlt sich aber als Frau. Ja, aber das reicht doch nicht, hier bei mir auf der Bühne herumzustolzieren. Sie meinen sicher den jungen Mann in Frauenkleider, der sich beworben hat und den Herr Wöller gebeten hat, zu gehen. Genau. Ich habe ihn rausgeschmissen. Ja, was mal wieder typisch ist für Sie. Ein Kerl in Frauenkleidern, ich bitte Sie, Schwester Anna. Ja, wir lassen ja nicht mal jede Frau zu. Wenn Sie ihn teilnehmen lassen, dann erfüllen Sie ihm nicht nur seinen größten Wunsch, Sie helfen damit auch allen anderen Männern, die sich so fühlen wie er, die in Frauenkleidern herumlaufen. Ja, wieso immer ich? Weil ich die Hoffnung nie aufgebe, dass Sie ein gutes Herz haben. Ja, das ist ja okay. Aber ich meine, was jemand zu Hause in seinen vier Wänden macht, okay. Aber hier, ich meine, wir können doch keine Männer zulassen. Ja? Wir machen uns doch zum Gespött. Oder man nimmt sie zum Vorbild für alle weiteren Misswahlen. Ich tippe auf Gespött. Da muss ich den beiden Herren leider recht geben. Sie würden den Unterschied doch nicht mal bemerken. Ich habe ihn bemerkt, okay? Was nicht allzu schwer war, wenn ich das bemerken darf. Bemerkenswert. Also schauen Sie, es ist doch so. Männer sind bei uns entweder in der Jury oder im Publikum. Und dabei bleibt's. Hauptsache stur. Hauptsache Frau. Männer. Weiber. Schwester Hanna? Nina. Konnten Sie den Herrn Wöller schon überzeugen? Leider nein. Kann man den Herrn Wöller nicht dazu zwingen? Warum ist dir das so wichtig? Ich bewundere seinen Mut, sich in Frauenkleidern auf die Bühne zu stellen. Mein älterer Bruder ist schwul. Er lebt jetzt in Berlin und meldet sich kaum noch bei uns. Mein Vater weiß nichts davon. Er würde es ablehnen. Es würde ihm das Herz brechen. Ich kann nicht verstehen, warum man dann einfach nicht jeden Menschen so sein lässt, wie er ist. Angst? Überforderung? Ich weiß es nicht. Wenn ich mir vorstelle, dass das hier alles bald nicht mehr existiert. Ach, ich will es mir gar nicht vorstellen. Wenn die Mutter Oberin erfährt, was Herr Wöller mit dem Kloster geplant hat, kann sie nur Nein dazu sagen. Naja, Hanna sagt das auch. Dann verliere nicht die Hoffnung. Ich versuche ja auch, sie nicht zu verlieren. Claudia! Was machst du denn hier? Lela, jetzt schmeiß doch nicht alles einfach auf den Boden. Wonach sieht es denn aus? Ich dachte, du bleibst in Rothenburg. Ich habe das versucht, aber die Stadt, die Wohnung, das alles hat sich so fremd angefühlt. Du wolltest deine Verwandten suchen. Es gab da auch eine Tante. Aber wir hatten uns wirklich überhaupt gar nichts zu sagen. Und meine letzten Pflegeeltern, die waren froh, als ich wieder gegangen bin. Claudia! Entschuldigung, dass ich dich nicht bei deinem richtigen Namen nenne, vor Aufregung. Das macht gar nichts, Agnes. Hier bin ich Claudia und hier bleibe ich das auch. Weißt du, was Namen anbetrifft, geht bei uns gerade alles drunter und drüber. Wir haben hier einen Daniel, der manchmal auch Daniele heißt. Ach, bei euch scheint ja wieder einiges los zu sein. Ja. Warst du noch mal bei diesem Oberst in der Kaserne? Die haben mir auch Hilfe angeboten, aber ich hatte irgendwie kein gutes Gefühl dabei. Kannst du dich noch immer an nichts erinnern? Was hast du denn jetzt vor? Was ist mit deiner Wohnung? Gekündigt. Ich würde gerne, also, wenn es geht, dann würde ich gerne erst mal wieder bei euch wohnen. Ja, sicher. Dein altes Zimmer ist noch frei. Dann seid ihr einverstanden? Ja. Also, Sie gehen hintereinander vor zur Rampe, stellen sich kurz in Position und dann gehen Sie wieder zurück, quasi wie auf einer Modenschau. Ja, bitte. Wolfi, mit dir und deiner Architektin, das wird doch nichts. Nein, ich meine, ihr beißt der Hund dir ein Bein ab, bevor er dich zu seinem Frauchen ins Bett lässt. Guck dir mal diese herrlichen jungen Damen an, hä? Die muss man sich doch glatt verlieben. Das da oben könnten alles unsere Töchter sein. Ach, Altersunterschied von 30 oder 40 Jahren ist doch heute völlig normal. Ja, versuch doch dein Glück. Ich doch nicht. Das muss jemand sein wie du, jemand mit Charisma. Charisma? Der Herr Wöller? Ja, immerhin ist er Bürgermeister. Ja, wenn man es so sieht, verstehst du, Bürgermeister? Und Autohändler. Ja, gute Manieren. Hang zum Größenwahn. Friedrich, bleib hier! Läuft der Hund weg. Ja. Können wir jetzt bitte weitermachen? Der Hund liebt jeden, nur nicht mich. Da geht sie hin, die hohe Kunst in den heiligen Hallen. Die
Baronin Mutter konnte ohne ihr Klavier nicht leben. Ja gut, das tut sie auch nicht mehr. Leben, meine ich. Also von daher. Herr Stolpe. Hildegard, was ist denn hier los? Unsere neue Mutteroberin macht alles zu Geld, was nicht nied- und nagelfest ist. Wahrscheinlich wäre es ihr am liebsten, wenn die Baronin Mutter überhaupt nie existiert hätte. Also, die beiden hatten zwar ihre Meinungsverschiedenheiten, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Warum sollte sie so denken? Ich habe nicht die leiseste Ahnung, was diese Frau denkt. Weil die Mutteroberin lebt eher einen spartanischen Stil und da passen Kunstwerke und Flügel einfach nicht ins Konzept. Wir warten alle darauf, dass wir wieder in zugigen Zimmern auf dem blanken Boden schlafen dürfen. Sie wird sich an ihre neue Aufgabe schon gewöhnen. Ja, genau, das macht mir ja Angst. Wer weiß, was dann noch von unserem schönen Orden übrig ist. Hanna, du hättest die neue Mutteroberin werden sollen. Ich? Nein, nein, nein. Ich würde es keine 3 Tage durchstehen. Bischof Rossbauer hat seine Entscheidung getroffen und die müssen wir respektieren. Ist sie da? Ja, sie erwartet dich. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit Amen. Sie wollten mich sprechen? Ja, es geht um Herrn Wöller und unser Kloster. Es hätte mich gewundert, wenn nicht. Sie wissen, dass die Baronin-Mutter unser Kloster an die Gemeinde verkaufen wollte. Sie wollte es nicht verkaufen, sie hat es verkauft. Sie hat. Aber da wusste sie noch nicht, dass der Herr Wöller aus unserem Kloster ein Spaß- und Wellnessbad machen möchte. Das ist ein Scherz. Er hat bereits eine Architektin engagiert und sich den Umbau vom Gemeinderat genehmigen lassen. Sie sind die Einzige, die ihn jetzt noch aufhalten kann. Ich? Wie stellen Sie sich das vor? Die Gemeinde hat den Kaufpreis für das Kloster immer noch nicht bezahlt. Und das wird auch nicht so schnell geschehen. Der Orden könnte vom Kaufvertrag zurücktreten. Schwester Hanna, so ohne weiteres geht das aber nicht. Ich habe mit Herrn Wöller bereits eine Vereinbarung getroffen. Wie? Er besorgt die nötigen Fördermittel für das Krankenhaus im Kongo. Und im Gegenzug gewähre ich ihm einen Zahlungsaufschub für das Kloster. Aber für das Krankenhaus hat die Baronin Mutter doch das Benefiz-Golfturnier organisiert. Was ich abgesagt habe. Was? Erstens hätte der Erlös selbst bei optimistischer Schätzung nicht ausgereicht. Und zweitens erachte ich ein Golfturnier unseres Ordens nicht für würdig. Das hat die Baronin Mutter aber anders gesehen. Die Baronin Mutter hat den Orden auf ihre Weise geleitet, ich leite ihn auf meine. Und lassen zu, dass aus unserem Kloster ein Spaßbad wird? Sehr ungern. Warum haben Sie mich nicht gefragt? Ich hätte Sie vor Herrn Wöller warnen können. Schwester Hanna, Kloster Kaltental ist nicht der Nabel der Welt. Ich muss mich um vieles kümmern. Natürlich, Mutteroberin. Ja, jetzt hören Sie schon auf. Sie klingen ja schon wie Schwester Hildegard. Schwester Hildegard hat ein sehr gutes Gespür, was unserem Orden gut tut und was nicht. Ach, und ich tue dem Orden nicht gut. Nein, ich möchte damit nur sagen, dass Sie ihr zuhören sollten. Gut, ich werde darüber nachdenken, wie es mit Kloster Kaltental weitergehen soll. Danke. Dabei aber stets das Wohl des Ordens im Auge behalten. Natürlich. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Heiliger Strohsack. Wie darf ich das verstehen? Ich bin nur überrascht, dass das Sie, also... Sie waren doch auch mal jung. Jung schon, aber... Also... Ich habe mich noch mal hingesetzt und nachgedacht. Der Fotograf von damals hieß Karl. Und weiter? Nur Karl. Sie lassen sich so fotografieren und wissen nicht einmal von wem? Herr Mayer, das waren damals die 70er Jahre. Das war Flower Power. Das war sexuelle Revolution. Da hat man jeden Unsinn mitgemacht. Wer fragt da nach einem Nachnamen? Wissen Sie noch, wo dieser Karl gewohnt hat? Ich glaube, in Auingen. Sein Vater hatte dort ein Fotogeschäft. Deshalb die... Fotos. Karl wollte ein berühmter Fotograf werden. Wir sahen uns schon in Mailand, New York, Saint-Tropez. Am Ende blieb es dann bei Kaltental. Und wo ist der Brief? Nur Ihr Name, keine Adresse? Er kam mit der Hauspost. Dann hat also jemand aus dem Rathaus den Brief in die Post getan. Vom Stalker bis zum Erpresser könnte alles möglich sein. Wonach riecht das? Aftershave? Elegant Man. Ich war in der Drogerie nebenan und habe sämtliche Aftershaves durchprobiert, bis mir schlecht wurde. Aber jetzt weiß ich, was es ist. Und dass der Täter ein Mann ist. Meinen Sie, Sie können den Briefeschreiber finden? Ich werde es versuchen. Aber diskret. Kann ich die Fotos und den Brief? Die Fotos bleiben hier. Den Brief können Sie behalten.
Wir sehen uns dann alle morgen früh zur Generalprobe. Herr Huber? Ja? Wissen Sie, wo Herr Weller ist? Der ist gerade zur Tür raus. Ich wollte mit ihm über den jungen Mann sprechen, der an der Misswahl teilnehmen möchte. Deswegen war Schwester Hanne heute schon mal da. Er hat eine Chance verdient. Alle Mädels wären damit einverstanden. Können Sie nicht noch mal mit ihm reden? Ich? Ja, auf Sie hört er. Das wäre schön. Warum reden Sie nicht selber mit ihm? Ja, ich sorge dafür, dass er heute Abend um 8 im Ochsen ist. Hä? Was würden Sie tun? Ja, was tut man nicht alles für eine bessere Welt? Danke. Da oben bekommst du ein Krankenhaus und wir unseren Wellness-Tempel. Ja, jetzt wird nicht zum Pfennigfuchs auf Wallach. Na, ich meine, wenn wir nur das Geld ausgeben, was ausgemacht war, dann glauben uns die Leute doch gar nicht, dass wir uns wirklich angestrengt haben. Herrgott, nochmal, du bist Staatssekretär. Ja, jetzt machen wir deine Hans und Beine, damit die mit der Kohle rüberkommen. Herr Wöller. Ja, ich rufe zurück. Frau Doktor. So, ich wäre nicht hier. Wenn es kein Notfall wäre, kommen Sie rein. Genau. Seit wann sind Sie denn auf den Hund gekommen? Fragen Sie ihn. Schwester Hanna, ich habe gerade meine E-Mails gelesen. Lauter Glückwünsche für die Misswahl morgen. Alle drücken mir die Daumen. Sie konnten Herrn Wöller nicht überzeugen. Leider nein. Ja. Er sagt, ein Mann bei einer Misswahl nimmt keiner ernst. Ich bin kein Mann. Nicht in diesem Moment. Ich... Ganz ehrlich, Sie sehen immer noch aus wie ein Mann. Trotz Frauenkleider. Es war naiv von mir zu glauben, dass es funktioniert. Eine Perücke, Kleider, Schuhe, Schminke. Egal, was ich tue, jeder im Publikum und in der Jury, alle sehen nur den Mann dahinter. Aber was ich sehe, wenn ich in den Spiegel schaue, wie ich mich fühle, das interessiert niemanden. Dann müssen wir sie eben in eine Frau verwandeln, die allen den Atem raubt. Und zwar so, dass niemand mehr den Mann dahinter erkennt. Können Sie Wunder vollbringen? Ich nicht. Aber ich wüsste da jemanden. Ich verstehe nicht, was das Ganze soll. Der Hund braucht eine Therapie. Ich bin keine Tierärztin. Ja, er braucht doch keine Tierärztin. Er braucht eine Seelenklempnerin. Der Hund? Ja, deswegen sitzt sie auf der Couch. Warum denken Sie, dass er... Fridolin. Dass Fridolin eine Therapie benötigt. Also er liebt jeden, nur mich nicht. Er schlägt sogar den Huber ab, ja, wie ein Eis am Stiel. Aber mein Charme perlt an ihm ab. Ja? Kann ich gar nichts machen. Sie halten sich also für unwiderstehlich, sogar bei Hunden. Was meinen Sie jetzt damit? Ich versuche nur zu ergründen, weshalb Sie hier sind. Vielleicht wäre es doch besser, wenn Sie Was? Sich hinlegen. Mhm. Schwester Hanna. Hallo, Frau Schächtele. Ist schon wieder Gala? Gott sei Dank nicht, nein. Was kann ich für Sie tun? Das ist Daniela Steinberger. Sie möchte an der ersten Kaltenthaler Misswahl teilnehmen. An der Misswahl? Schwester Hanna meint, wenn mich jemand in eine richtige Frau verwandeln kann, dann sie. Der Mensch wächst mit seinen Aufgaben. Ne? Kommen Sie rein. Geben Sie mir 2 Wochen, Schwester Hanna. Besser 3. Dann sieht kein Mensch mehr, dass hinter der Frau ein Mann steckt. Wir haben aber nur bis morgen früh. Oje. Und ich dachte bis jetzt, Herr Wöller sei jedes Jahr meine größte Herausforderung. Morgen früh? Mhm. Sie haben freie Hand. Gehen Sie mal auf und ab. Dieses Projekt schaffe ich beim besten Willen nicht allein. Geben Sie Ihr Bestes. Warum denken Sie, mag er Sie nicht? Was weiß ich, fragen Sie ihn. Sie haben vorhin sein Frauchen erwähnt. Marita. So einer Frau begegnet man nur einmal im Leben. Aber der Weg in die Kathedrale ihres Herzens
führt nur über ihn. Er ist der Bullterrier vor ihrer Eingangstür. Vielleicht spürt er das, dass er ihnen nur im Weg steht. Sie lieben ihn nicht, sie benutzen ihn nur. Ich meine, wir reden von einem Hund. Den Sie zu mir in die Therapie gebracht haben. Hunde haben ein feines Gespür, Herr Wöller. Feines Gespür? Er mag mich nicht. So sieht's aus, ja. Wo ist sie? Im Wohnzimmer, hinten links. Fahren Sie lieber nach Hause, Schwester Anna. Das hier dauert die ganze Nacht. Gut. Toi, toi, toi. Tanzen? Sie und ich? Ja. Oder spazieren gehen. Oder Tretboot fahren. Tretboot? Ja, Sie müssen doch mal rauskommen, Hildegard. Sie müssen mal ein bisschen frische Luft bekommen, Sonne. Ich bekomme genug Sonne und Luft, wenn ich mich um das Grab der Baroninmutter kümmere. Oh, Schwester Hildegard, ich glaube, Sie verstehen überhaupt nicht, was ich meine. Ich verstehe Sie sehr gut, Herr Stolpe, und ich kann Sie beruhigen. Ich habe bereits etwas gefunden, um auf andere Gedanken zu kommen. Ich schreibe wieder. Schwester Hildegard, den Vertrag, bitte. Sie schreiben wieder? Darf man fragen, worüber? Gibt es eine Leiche oder zwei? Oder geht gar ein Serienmörder um? Serienmörder laufen im Moment sehr gut. Nein, dürfen Sie nicht. Sie werden sich noch ein wenig gedulden müssen. Mit aber ein ganz kleiner Hinweis, dass ich die Lage ein bisschen sondieren kann. Würden Sie mich bitte... Spielt der Fall in Rom? Oder in München? Oder in Limburg? Herr Stolpe. Das ist der Kaufvertrag für Kloster Kaltental. Zwischen der Gemeinde und dem Magdalenenorden. Was ist das denn? So sieht doch kein Vertrag aus. Das ist eine lange Geschichte. Lief hier eigentlich irgendetwas normal unter der Leitung der Baronin-Mutter? Wenn es um Herrn Wöller ging und seine ständigen Absichten, sich das Kloster einzuverleiben, eher selten. Herr Wöller möchte das Kloster in ein Spaßbad verwandeln. Davon habe ich gehört. Und sicherlich haben Sie auch eine Meinung dazu. Ein Kloster ist ein Haus Gottes. Und ganz egal, wie viel Geld einem dafür geboten wird, man lässt nicht zu, dass es derart missbraucht wird. Dann sagen Sie den Menschen in Afrika, die verzweifelt auf Hilfe warten, dass sie sich leider noch ein bisschen gedulden müssen. Oder unseren Mitschwestern, die von der Hand in den Mund leben, dass sich daran so schnell nichts ändert. Wir sind kein reicher Orden, ja. Aber wie arm sind wir erst, wenn wir unsere Seele verkaufen? Ist sonst noch etwas? Verbinden Sie mich mit der Bayerischen Staatskanzlei. Wir stoppen die Auszahlung der Fördermittel und unterhalten uns noch einmal mit Herrn Wöller. Fein, fein. Happy, happy vom Feinsten. Das gibt's jetzt jeden Tag für dich. Solange der Wolfi dein Freund ist. Ja, ja, so wird nichts aus unserer Freundschaft. Vielen Dank. Fein, fein. Beifuß. Frau Stolter? Ja? Wachtmeister Meier. Grüß Gott. Wir richten gerade erst unseren Laden ein. Also wenn es deswegen Probleme gibt, dann... Nein, 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 nein. Ich bin wegen dem alten Fotogeschäft hier. Laut meinen Unterlagen war es das einzige Fotofachgeschäft in Auingen, das einem Karl gehört hat. Karl Leitner. Das weiß ich nicht. Aber der Herr Leitner, der ist ja leider tot. Ein Autounfall, ich weiß. Mein Beileid. Ich habe ihn kaum gekannt. Nur den Laden nach seinem Tod übernommen. Wissen Sie zufällig, was aus den ganzen Fotos und dem Rest wurde? Das hat alles sein Bruder mitgenommen. Und wissen Sie zufällig, wie der Bruder heißt? Dieter Leitner. Und wissen Sie zufällig auch, wo ich ihn finde? Am besten fragen Sie im Rathaus Kaltental nach. Er arbeitet in der unteren Wasserbehörde, soweit ich weiß. Danke und viel Erfolg. Dankeschön. Ich freue mich. Ich fand das eigentlich eine ganz erfreuliche Angelegenheit. Ich hätte das gar nicht erwartet. Ich habe mich auf den wahnsinnigen Stress eingestellt. Ging ja ganz gut. Bitte schön. Ich bedanke mich. Tschüss. Ja. Wiedersehen. Ich danke dir. Wofür? Du, dass wir das alles so sachlich und sauber über die Bühne bringen. Gern geschehen. Du scheinst mich nicht sonderlich zu vermissen. Du hinterlässt bei mir eine Lücke, die dich vollkommen ersetzt. War unsere Ehe so schrecklich? Du hast mich gegen ein jüngeres Modell eingetauscht. Schon vergessen? Ich vermisse die Arbeit mit dir. Wir waren ein gutes Team. Du siehst müde aus.
Zu viel Arbeit oder zu viel Party? Obwohl in der Altersklasse, in der du dich jetzt bewegst, müssen die meisten ja schon um 11 zu Hause sein. Mach dich nur lustig. Spatzi! Oh, Spatzi. Ja, sie liebt Kosenamen. Du hast sie immer gehasst? Komm gleich! Die Jugend ist ungeduldig. Aber immerhin hat sie schon den Führerschein. Frau Reinders! Herr Huber, was machen Sie denn hier? Ihr Büro hat mir gesagt, dass ich Sie hier antreffen würde. Ich wollte mich für heute Morgen entschuldigen für das, was ich gesagt habe. Also, falls es ein Versuch ist, mich umzuschneiden. Nein, ganz im Gegenteil. Ich würde Sie gerne einladen zum Abendessen in den Ochsen. Da können wir gleich die Details besprechen. Ich müsste mich eigentlich um Fridolin kümmern. Ja, der ist doch bei Wolfi in besten Händen. Ja, die beiden sind ein Herz und eine Seele. Ach ja? Ja. Wie siehst du denn aus? Frag nicht, mach mir lieber ein Bier und bring uns die Speisekarte. Gell, Fridolin? Daniela? Lela. Tut mir leid, ich wollte nicht stören, aber alle suchen nach dir. Es gibt Abendessen. Danke. Ich komme gleich. Was hast du da gerade gemacht? Gebetet? Das habe ich gesehen. Ich meine, wie du gebetet hast. Du meinst knien vor dem Altar. Ich habe euch nicht die ganze Wahrheit gesagt, warum ich wieder hier bin. Seit Monaten versuche ich krampfhaft, mich an irgendetwas zu erinnern, anstatt einfach zu akzeptieren, dass Gott all meine Erinnerungen gelöscht hat. Ich fange noch mal bei Null an. Womit fängst du an? Ich möchte Novizin werden im Magdalenenorden. Deswegen bin ich zurückgekommen. Deswegen hat der liebe Gott mich zu euch geschickt. Ich möchte Nonne werden, Lela. Wie du. Das ist schön. Agnes, was machst du denn da? Ich war neugierig und Daniel, ich meine, Daniela hatte nichts dagegen, dass ich... Was ist denn los? Agnes. Ach, hör auf. Du siehst toll aus. Ich hab so gehofft, dass es niemand sieht. Ich hol den Fotoapparat. Nein! Gute Idee. Lela, bitte nicht, bitte. Weißt du was? Wir melden dich zur Misswahl an. Betteln nützt nichts. Ich wollte dich bestechen, aber du wolltest ja nicht. Ha? Jetzt schau's. Raub dir. Herr Wöller? Ja? Ich heiße Nina Steglitz. Ich nehme morgen an der ersten Kaltenthaler Misswahl teil. Aha. Wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Dürfte ich mich einen Moment setzen? Herr Vorsicht, der sieht ganz kuschel. Geht also. Es geht um den jungen Mann, der sich heute Morgen zur Misswahl anmelden wollte. Mhm. So, bitte sehr. Ja. Wo hast du denn den Hermann gelassen? Der soll sich um seine Baustellen kümmern. Entschuldigen Sie, trinken Sie was? Ein Wasser, bitte. Das ändern wir in ein Champagnerglas. Na? Weil die junge Dame möchte morgen die Misswahl gewinnen. Hatten Sie einen Unfall? Also, ich habe dank diesem Raubtier hier die Heckenlandschaft in Kaltenau kennengelernt. Ja? Er ist mir ausgebüxt, aber... Das tut man nicht alles. Aus Liebe, gell, Fridolin? So, bitte sehr. So. Der junge Mann, der wollte sich heute Morgen zur Misswahl anmelden. Moment. Hat sie Schwester Hanna geschickt? Nein. Nein? Gut, dann können wir anstoßen. Klingeling. Ups. Der Herr Huber meinte, dass ich sie vielleicht doch noch zur Vernunft bringen kann.
Der Hermann? Ja, ich meine, ich bin dem schwachen Geschlecht natürlich nicht abgeneigt, ne? Aber ich meine, Männer in... Einen schönen guten Abend. Marita, ist die Scheidung durch? Lassen Sie meinen Hund los. Aber sofort. Was ist denn los? Ich musste gerade eben mit ansehen, wie mein Ex-Ehemann mit seiner lächerlich jungen Geliebten davonfuhr. Und jetzt komme ich hierher und erlebe dasselbe nochmal. Das ist ein totaler Irrtum. Also. Ja, das hat mein Ex-Ehemann auch immer gesagt. Es ist ein Irrtum, bis ich die beiden im Ehebett erwischt habe. Maritalein! Was war das denn? Das fragst du mich? Du hast mir das doch eingebrockt. Dachten Sie wirklich, ich setze mich zu Ihnen, damit ich mit Ihnen die Nacht verbringen kann? Sie, mit mir? Ich verstehe überhaupt nicht. Oh. Die hat aber gesessen. Ja, jetzt ist sie aufgestanden. Zwei Bier, Erika. Ich hab schon eins. Ein Bier. Wann willst du es den anderen sagen? Jetzt? Guten Morgen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit, Amen. Frühstück ist fertig. Tut mir leid, Agnes. Ich muss los. Gerstenbrei? Ja, der ist von gestern noch übrig. Lela, hol mal das Foto. Ach, hör auf, Felicitas. Ich lasse mich nicht erpressen. Was für ein Foto? Will ich es wissen? Mhm. Wenn du jetzt gehst, dann gehen alle anderen auch. Agnes, tut mir leid. Aber Claudia hat euch etwas zu sagen. Hat das Zeit bis später? Klar, kein Problem. Wo gehst du hin? Wenn Hannah gehen darf, dann gehe ich auch. Bleibt ihr wenigstens? Sonst muss ich, dass alles alleine ist. Ein erster Vorgeschmack auf dein Leben als Nonne. Ein Hoch auf den Gerstenbrei. Hat sich die Staatskanzlei endlich gemeldet? Das Geld wurde gestern direkt an unsere Mitschwestern in Afrika überwiesen. Deswegen konnten wir keinen Zahlungseingang feststellen. Aber ich könnte unsere Mitschwestern anrufen und sie könnten... Wenn das Geld in Afrika angekommen ist, dann halte auch ich mich an die Vereinbarung mit Herrn Wöller. Es war Gottes Wille und sein Wille geschehe. Ja, und der Vorhang muss in Papier eingewickelt werden. Frau Dornfelder, was ist denn los? Herr Wöller hat die Misswahl abgesagt. Was? Nicht, dass ich deswegen gleich in Tränen ausbreche, aber nach der ganzen Mühe, ein wenig schade ist es schon. Ja, aber das geht doch nicht. Hat er gesagt, warum? Er ist der Bürgermeister. Er ist noch lange nicht der König. Sind Sie sich da so sicher? Jedenfalls kann er nicht einfach so diese Misswahl wieder absagen. Wollen Sie das verhindern? Worauf Sie sich verlassen können. Was ist denn auf einmal mit Ihnen los? Warten Sie hier, ja? Ach, und setzen Sie noch einen Namen mit auf die Liste der Teilnehmerinnen. Daniela Steinberger. Wer ist das? Jemand, der es verdient hat, daran teilzunehmen. Ja, da müsste ich ja eigentlich zuerst Herrn Wöller... Ach was. Ich setze diese Daniela auf die Liste. Auf meine Verantwortung. Gelobt sei Jesus Christus. Was würden die Männer bloß ohne uns Frauen tun? Schwester Hanna, Sie schickte hin. Herr Meier. Das ist Herr Leitner. Dieter Leitner, untere Wasserbehörde. Guten Tag. Wir müssten Sie einen Moment irgendwo ungestört sprechen. Oh, Herr Meier, ich bin auf dem Sprung. Ich könnte heute Mittag zu Ihnen ins Revier kommen. Es geht um Frau Laban. Frau Laban? Wir könnten kurz in den Sitzungssaal. Ich habe, wie soll ich sagen, den Fall Laban gelöst. Sie wissen, wer die Frau Laban erpresst? Das war keine Erpressung. Sie haben der Frau Laban die Fotos geschickt? Herr Leitners Bruder ist bei einem tragischen Autounfall ums Leben gekommen. Und beim Ausräumen seines Fotogeschäftes... Ja, da habe ich sie dann gefunden, die Fotos. Ich habe sie gleich erkannt, die Frau Laban. Ja, man sieht sich ja hier und da auf dem Flur. Ja, aber wenn es keine Erpressung ist, warum haben Sie ihr dann die Fotos geschickt? Also, wie gesagt, man sieht sich hier und da im Flur auf der Treppe. Ja... Ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat. Also, eigentlich weiß ich es schon. Ich war von den Fotos so fasziniert. Ich habe mich verliebt. In die Frau Laban. Oh, hallo. Ach, was ist los?
Hat das Kloster Probleme mit der Wasserbehörde? Nein, keine Probleme. Ach, na Gott sei Dank. Ich muss nur schnell eine Akte holen. Frau Laban? Ja? Ja, ich muss... Frau Laban, ich suche Sie überall. Herr Wöller? Jetzt nicht, Schwester Hanna, ich bin nicht in Stimmung. Und Sie bemühen Sie sich gefälligst an Ihren Schreibtisch. Ich brauche eine Verbindung zu Marita Reinders. Was hat er denn? Herr Wöller dachte wohl, dass er eine dieser jungen Teilnehmerinnen mit seinem Charisma als Bürgermeister verführen könnte. Leider ist Herr Huber und diese Frau Reinders... Diese Architektin? Die beiden sind im Ochsen aufgetaucht und haben unseren Bürgermeister beim Gockeln erwischt. Das hat dann Frau Reinders anscheinend nicht so behagt. Ich dachte, der Herr Wöller wäre ganz vernarrt in diese Frau. Junges Blut versetzt alte Männer in Wallung. Es wird gemunkelt, dass es sogar zu einer Ohrfeige gekommen ist. Aber nichts Genaues weiß man nicht. Tja, das war's dann wohl mit dieser Star-Architektin. Ich gehe ihm mal nach. Ich gehe dann jetzt. Ja, Herr Leitner, und worum geht es? Ja, Frau Laban, die Fotos und der Brief. Das kommt von mir. Frau Laban hat mir erzählt, was im Ochsen passiert ist. Also der Nachrichtendienst funktioniert also. Kann man so sagen. Bitte. Danke. Ach ja, ich meine, wir hätten wirklich Großes erschaffen können, die Marita und ich. Wissen Sie warum? Ich habe keine Ahnung. Weil wir denselben Traum hatten, ja. Wir haben dieselbe Vision gehabt. Aber dank Ihnen ist das alles ja am Bach untergegangen. Was habe ich damit zu tun? Ja, weil Sie keine Ruhe gegeben haben. Wegen dem Kerl in seinen Frauenklamotten. Und dann dieser hinterhältige Brunnenvergifter Huber. Ja, der schleppt diese Marita noch in den Ochsen. Das mag ja alles sein, aber das ist doch noch lange kein Grund, gleich die ganze Misswahl abzusagen. Hey, wieso wollen Sie plötzlich, dass die stattfindet? Ja, weil es haben sich eine Menge Menschen sehr viel Mühe gegeben, dass diese Misswahl ein Erfolg wird. Die kann man doch nicht alle enttäuschen. Denkt auch jemand mal an mich, wie es mir geht? Deswegen sag ich das doch. Damit Sie mal auf andere Gedanken kommen, nicht, dass Sie mir noch aus dem Fenster springen. Tja. Also gut, ich komme mit, wenn Sie mir auch einen Gefallen tun. Der wäre? Sie setzen sich mit mir in die Jury. Ich soll mich als Nonne in die Jury einer Misswahl setzen? Ja, oder wollen Sie, dass ich aus dem Fenster springe? Also gut, ich komme mit. So, klein, aber mein. Sind die Fotos und die Negative. Danke. Ich hoffe, mein Bruder, sein Verhalten war stets korrekt. Er war durch und durch Gentleman. Er wollte ein berühmter Fotograf werden und ich wollte ihm dabei helfen. Ein berühmter Fotograf ist er nicht geworden, aber er hat das Fotogeschäft unseres Vaters übernommen. Immerhin. Immerhin. Die Fotos, ich weiß, ich hätte sie Ihnen sofort geben müssen. Aber ich war davon so fasziniert, ich konnte nicht. Wie lange sind Sie eigentlich schon hier? Im Rathaus. Seit 14 Jahren. So lange? Und wir haben uns auch schon kennengelernt. Vor 3 Jahren, in der Weihnachtsfeier, habe ich Ihnen einen Fruchtpunsch eingeschenkt. Und im letzten Jahr ist Ihnen der Absatz abgebrochen auf der Treppe. Daran können Sie sich erinnern. Ja. Also, danke für die Fotos und dafür, dass ich mich noch einmal so jung und schön fühlen durfte wie damals. Sie sind noch genauso schön wie damals. Ach, und Ihr Aftershave? Ja. Gar nicht so schlecht. Danke. Ach, Schwester Hanna. Sie sehen müde aus. Es war eine lange Nacht. Aber urteilen Sie selbst. Sie sind nicht die Einzige, die von Herrn Wöller erpresst wird. Ich dachte schon, Sie lassen mich im Stich. Ich Sie? Niemals. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserer ersten Kaltenthaler Misswahl. Bitte begrüßen Sie mit einem großen Applaus die Teilnehmerinnen, den Blütenflor unserer Kaltenthaler Jugend.
Vielleicht sind wir uns ja diesmal einig. Ausgerechnet bei einer Misswahl. Ich fürchte, das wird ein Traum bleiben, Herr Wöller. Glückliche, junge Frau, dank mir. Sie sollten mir öfter vertrauen, Schwester Hanna. Ach, da halte ich mich lieber weiterhin zurück. Schwester Hanna? Danke. Oh, Sie wissen gar nicht, wie glücklich Sie mich gemacht haben. So, jetzt muss ich mal die Aufregung. Ja. Fühlt sich das nicht gut an? Ich frage jetzt lieber nicht, was Sie gefühlt haben, Herr Wöller. Ja, besser nicht, besser nicht. Sagen Sie ja vielleicht, dass das die falsche Tür ist. Och, er weiß schon, was er tut. Er? Er. Sie haben mich hintergangen. Und Sie haben die volle Punktzahl vergeben, also kann es so schlimm nicht gewesen sein. Ein Er. Sie wissen doch, Herr Wöller, der liebe Gott hat alle seine Kinder lieb. Genau.